Am Ende der heutigen Sendung wisst ihr unter anderem, was das beste Schneidverfahren für Metall ist und warum Ranga Yogeshwar ausgerechnet einem Hersteller von Widerstandsschweißmaschinen persönlich gratuliert. Aber fangen wir vorne an. Wasser, Laser oder Plasma? Was ist eigentlich das beste und günstigste Schneidverfahren für deine Firma? Diese und andere Fragen wurden auf dem 62. Treffen des Arbeitskreises Wasserstrahltechnologie gestellt und beantwortet. Sie haben sich dieses Jahr bei einem Schneidexperten getroffen, und zwar bei Microstep in Bad Wörishofen. Fokusthema des Treffens war diesmal der Bereich Zuschnitt. Vor allem vier Schneidverfahren sind relevant für die Metallverarbeitung. Plasma, Laser, Wasserstrahl und Autogen. Die Experten von Microstep betonen, für jedes Schneidverfahren gibt es eigene Experten und jedes Schneidverfahren hat in Industrie und Handwerk seine Berechtigung. Die Stärken sind abhängig von Materialart und Materialstärke, den Anforderungen an Präzision, an Produktionsgeschwindigkeit und einiges mehr. Aber welches Verfahren ist jetzt das Beste für deine Firma? Das Fazit der Schneidexperten? Es erfordert zunächst eine genaue Analyse des Fertigungsprozesses, um die passende Lösung für den Zuschnitt in einem Unternehmen zu finden. Das bedeutet, dass man sich nicht nur auf die technischen Aspekte konzentrieren sollte, sondern auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte berücksichtigen muss. Ein teures Schneidverfahren mag zwar die beste technische Lösung sein, aber es muss auch finanziell machbar sein. Es ist daher wichtig, die spezifischen Anforderungen deines Unternehmens und die verfügbaren Ressourcen sorgfältig zu berücksichtigen, um das beste Schneidverfahren für eure Bedürfnisse auszuwählen. Es kann auch sinnvoll sein, mehrere Schneidverfahren zu kombinieren, um die Vorteile verschiedener Methoden zu nutzen. Am besten ist es, sich von Schneidexperten, wie zum Beispiel Microstep, beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Gute Nachrichten für Schweißer, Stahlindustrie und andere Industrieunternehmen, die viel mit Gasen arbeiten. Der Industriegasehersteller Messer erhöht die Liefersicherheit für Großkunden. Messer, das größte privat geführte Industriegaseunternehmen der Welt, hat in Vratimov in der Tschechischen Republik eine neue Luftzerlegungsanlage in Betrieb genommen. Da, laut Messer, der Energieverbrauch der neuen Anlage besser sei, produziert das Unternehmen Industriegase jetzt umweltschonender und wirtschaftlicher. Gleichzeitig kann der Gasehersteller seine Flüssiggasproduktion um etwa das Vierfache steigern. Damit würde sich die Liefersicherheit für Großkunden erheblich erhöhen. Wenn ihr Neuigkeiten wie diese nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Und wenn ihr auch noch das Glöckchen aktiviert, erfahrt ihr immer als Erste, wenn ein neues Video von uns online geht. Warum gratuliert Moderator Ranga Yogeshwar ausgerechnet einem Hamburger Hersteller von Widerstandsschweißmaschinen? Der Grund? Harms und Wende, Prozessspezialist für Widerstands- und Reibschweißen sowie anerkannter Steuerungsexperte für Fügetechnologien, wurde mit dem Top 100-Siegel 2023 geehrt. Die Hamburger wurden damit als besonders innovatives mittelständisches Unternehmen ausgezeichnet. Bei der offiziellen Preisverleihung im Juni wird Ranga Yogeshwar dem Hamburger Unternehmen persönlich gratulieren. Der Wissenschaftsjournalist begleitet nämlich als Mentor den Innovationswettbewerb Top 100. Egal ob regelmäßige digitale Hausmessen oder ein hauseigenes TV-Studio für die Übertragung von Webschulungen, hier oben und in der Infobox verlinken wir euch Beiträge, die zeigen, was Harms und Wende noch so alles zum innovativen Mittelständler macht. Ruf Maschinenbau, ein bayerischer Hersteller von Brikettieranlagen, ist trotz Wirtschaftskrise gewachsen und hat im vergangenen Jahr sogar Rekordumsätze erzielt. Wie hat das familiengeführte Unternehmen aus dem bayerischen Zeisatzhofen das geschafft? Es gibt mindestens zwei Gründe für die, trotz Krise, sehr gute Auftragslage bei Ruf Maschinenbau. Zum einen der Trend zu mehr Nachhaltigkeit und zum anderen ein stark schwankender und deutlich gestiegener Stahlpreis. Immer mehr Unternehmen suchen alternative Lösungen, um vorhandene Ressourcen zu schonen. Eine Strategie ist es, Abfälle zu recyceln. Das bedeutet zum Beispiel, Metallspäne im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zu brikettieren und anschließend weiter zu nutzen. Die passenden Anlagen zum Verpressen baut Ruf Maschinenbau. Wie genau das funktioniert, zeigen wir euch in einem Video, das wir euch hier oben verlinken. Hinzu kommt, Ruf hat Halbzeuge und andere Bauteile stets auf Vorrat gelagert. So kann das Unternehmen Liefer- und Preisschwankungen besser ausgleichen und lieferfähig bleiben. Ebenso wichtig, dank großer Photovoltaikanlagen, die alle Gebäude in Zeisatzhofen bedecken und ein Blockheizkraftwerk,
kann der zentrale Rufstandort seinen Eigenbedarf an Energie selbst decken. Eins würde uns noch interessieren. Kanntet ihr Briketieranlagen schon? Gibt es in eurer Firma Metallspäne, Holz, Kühl- und Schmierstoffe, die man recyceln könnte? Nutzt ihr solche Anlagen vielleicht schon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das war's mit Metalworks TV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche auf diesem Kanal. In dieser Playlist hier oben findet ihr alle vergangenen Ausgaben unserer Nachrichten aus der Metallbranche. Hier unten verlinken wir euch noch unser letztes Video. Klickt da gerne mal rein.